Hi, heute möchte ich euch mal ein Buch vorstellen von Viktor Frankl, über dessen ich sehr begeistert bin. Das Buch nennt sich Zeiten der Entscheidung, ein Buch, welches aktueller denn je ist. Viktor Frankl hat das geschrieben zusammen mit seiner Schülerin Elisabeth Lukas. Viktor Frankl war der Begründer der Logotherapie und der Existenzpsychologie. Und ich möchte euch nur ein kleines Teil aus dem Vorwort vorlesen, welches ja, ich schon mal toll fand und euch vielleicht Lust macht, das Buch mal zu lesen. Das Leben als Werkstatt. Es gibt einen Satz von Josef Beuys, der gelegentlich auch missverstanden wird. Jeder Mensch ist ein Künstler. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass jeder von uns jetzt zur Leinwand, Pinsel, Farbe oder Ton greifen müsste. Der Satz meint vielmehr, jeder Mensch, ob er sich nun dessen bewusst ist oder nicht, ist gestaltend tätig. Mit jedem Wort, mit jeder Handlung, sogar durch unsere Untätigkeit und Stille, wirken wir mit an der Gestaltung und Formung unserer Persönlichkeit und unserer Welt. Wir sind mit anderen Worten individuell und gemeinschaftlich eigentlich viel wirkungsmächtiger, als wir uns selbst und anderen oftmals zugetraut oder zutrauen möchten. Oder auch zugestehen. Zwar begegnen einen immer wieder auch schicksalshafte Zusammenhänge und Verhältnisse, die sich unserer Gestaltungsfähigkeit entziehen. Leben ist in gewisser Weise ein fortwährender Dialog zwischen unabänderlicheren Bedingungen auf der einen Seite und der Entscheidungsmöglichkeit, was wir mit und aus diesen Bedingungen tun werden, auf der anderen Seite. Wie entscheidend aber die Gestaltungsfreiheit ist, zeigt schon ein kurzer Blick in die Biografienforschung. Wie oft liest man nicht von Menschen, die in ihrem Leben die scheinbar besten Rahmenbedingungen vorgefunden haben? Gesundheit, wirtschaftliche Absicherung, eine wohlwollende Kindheit, vielleicht sogar liebevolle Eltern, liebevolle Erziehung, eine gute Ausbildung, enormen beruflichen Erfolg und die dennoch oder vielleicht gerade deswegen der Versuchung anheimgefallen sind, irgendwann in verwöhnte Gleichgültigkeit, Nörgelei und Unzufriedenheit, Verschwendungssucht oder andere Abhängigkeiten abzugleiten. Und wie sehr konfrontiert uns andererseits nicht nur der klinische Alltag mit Lebensgeschichten von Menschen, die unter den schwierigsten Umständen aufgewachsen und leben mussten und dennoch durch ihre ganze Wesensart, ihre Güte, ihr Handeln und ihr Engagement Zeugnis davon ablegen, dass es im menschlichen Leben eben nicht alleine darauf ankommt, was wir empfangen, sondern maßgeblich auch darauf, was wir aussenden. Einfacher formuliert, auf das Material alleine kommt es meist weit weniger an als auf die Frage, was wir daraus gestalten. Und mit welchen Werkzeugen, wie wir es gestalten. Nehmen wir die Herausforderungen des Lebens, nehmen wir Krisen als Chance an, uns zu entfalten, mehr über uns selbst zu lernen, mehr über unsere Korsetts, unsere Scheuklappen, unsere schädlichen Verhaltensmuster, die vielleicht uns geprägt haben oder die wir vielleicht in Kindheitstagen gebraucht haben, um zu überleben, aber die längst jetzt nur schädlich sind, weil wir sind erwachsen.
Haben wir unser inneres Kind an die Hand genommen? Sind wir in uns tief getaucht? Kennen wir uns wirklich? Trauen wir uns, alle unsere Persönlichkeitsanteile, alles in uns anzuschauen? Und wie wollen wir leben? Wer möchten wir sein? Was tun wir dafür? Darauf kommt es an. Dem einen mag das Leben bildlich gesprochen den schönsten und kostbarsten Marmor zugeteilt haben, aber was nützt ihm das, wenn er ihn ungenutzt liegen lässt? Wenn er nicht das nötige Werkzeug bei Hand hat oder nimmt und sein Material gelungen gestalten möchte. Der andere mag nur Lehm oder Holz zugeteilt bekommen haben. Doch ist er mit dem geeigneten Werkzeug und etwas guten Willen in der Lage, daraus für sich und andere eine Heimstätte zu bauen, die in ihrer einfachen Schönheit und Würde nicht weniger als ein Meisterwerk und Zeugnis menschlicher Entscheidungsfreiheit, Kreativität, Güte und gegenseitiger Fürsorge ist. Dieses Buch ist eine Einladung und eine evidenzbasierte Anleitung mitsamt Werkzeugen zur positiven Selbst- und Lebensgestaltung. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, denn die meisten von uns sind doch nicht wirklich innerlich frei. Die meisten von uns kämpfen mit irgendwelchen Unbehagen, innerlichen Sachen, die man sich selber vielleicht gar nicht erklären kann, oder Verhaltensweisen, die einen selber schädigen oder anderen schädigen. Und es macht wirklich Sinn, tief zu tauchen. Denn die Antworten finden wir mit Hilfe. Mit Hilfe von Psychologen, Therapie oder vielen Büchern, Podcast, Seminar. Aber der Wille muss da sein. Tieftauchen in sich. Gestalter unseren Lebens sind wir so und so. Dieser Verantwortung können wir uns nicht entziehen. Ob wir wollen oder nicht, es ist unser Leben. Also warum nicht das Beste draus machen? Das Beste für uns und für andere. Dafür müssen wir uns aber von unseren Korsetts, von unseren schädlichen Glaubenssätzen, von Mustern lösen. Denn unser Gehirn, das erklärt schon die Neurowissenschaft, fährt immer wieder dieselben Autobahnen, egal ob schädlich oder nicht, immer wieder dieselben Autobahnen. Da müssen wir schon etwas Energie aufwenden und Einsatz zeigen, um das zu entlarven, um das zu verstehen, um es in der Hinsicht zu verändern, dass wir unsere Blockaden lösen, dass wir aus den Sackgassen unseres Lebens rauskommen. Und damit es wieder fließen kann. Und zwar in eine Richtung, die wir uns wünschen. Namaste und schöne Woche.